Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajovi. Mit dem Zahltag-Report für den September 2024. Der Monat startete ja im S&P 500 bekanntlich mit der schlechtesten Handelswoche seit März 2023. Es folgten allerdings drei Wochen mit absolut soliden Kursgewinnen. Der September endete mit einem Plus von 2,14% im S&P 500. Das gesamte dritte Quartal brachte ein Kursplus von 5,89%. Die amerikanische Notenbank senkte Mitte des Monats die Leitzinsen unerwartet kräftig und das verlieh dem Index frischen Treibstoff, der ihm bis zum heutigen Tag auch nicht ausgegangen ist. Mein Depot legte im September eine zeitgewichtete Rendite von 2,17% hin, es stieg allein im dritten Quartal um 8,43%. Wieder endete der Monat mit einem neuen Allzeithoch beim Kontostand. Bekanntlich ist mir aber nicht das Wichtigste, sondern mir geht es um einen verlässlichen, stetig steigenden Cashflow, insbesondere aus Dividenden. Ich möchte ja damit eines schönen Tages mal meinen Lebensabend bestreiten, ohne dass ich mein Kapital verzehren muss. Betrachten wir also den Cashflow, starten wir mit den Dividenden. Die Schlussmonate der Kalenderquartale zeichnen sich ja durch einen besonders hohen Cashflow bei den Dividenden aus. Und der September 2024 war hier keine Ausnahme. Es gingen umgerechnet 3.271,43 € an Dividenden auf mein Konto ein. Das ist bereits der aus Dollar in Euro umgerechnete Betrag und der enthält auch bereits die 15% abgezogene US-Quellensteuer. In Summe waren das 9,94% mehr als im September des vergangenen Jahres. Der Gesamtdividendenfluss überstieg damit zum Ende September 20.000 Euro. Im Vorjahr hatte ich um diese Zeit 17.833 Euro auf der Uhr. Das Plus zum Ende des dritten Quartals summiert sich also beim Einkommen um 12,2%. Das liegt oberhalb meines Zielkorridors von bekanntlich 10% Einkommenszuwachs pro Jahr. Meine Monatsrente, wenn ich also die Dividende runterrechne auf die einzelnen Monate und damit den Durchschnitt errechne, die summiert sich jetzt auf 2.223 Euro pro Monat. Das ist also meine ganz private Aktienrente und das ist ein Plus von 12,2% gegenüber den 1.981 Euro monatliche durchschnittliche Dividendenrente, die ich im Vorjahr in den Büchern zu stehen hatte. Im September habe ich 51 Zahltage gezählt. Ein Unternehmen, nämlich die Investmentboutique Patria Investments, überwies nach einer Änderung ihrer Kapitalallokationsstrategie eine deutlich gekürzte Dividende. Dies war in diesem Jahr die vierte kassenwirksame Dividendenkürzung. Eine fünfte steht für den Oktober an. Die unrühmlich bekannte Aktie von Medical Properties Trust wird noch einmal eine Dividendenkürzung durchführen. Es gab allerdings im September auch weitere 6 Dividendenanhebungen, womit sich die Zahl der Dividendensteigerungen im laufenden Jahr auf 74 erhöht hat. Spitzenreiter bei den Dividendensteigerungen war mit 8,3% plus der Motoren- und Antriebshersteller Cummins. Dieser Weltmarktführer gehört seit Juli 2018 zu meinem Depot. Damals hat mich die Aktie $134,35 gekostet. Cummins hat die Dividende seit meinem Erstkauf von $4,32 auf $7,28 pro Jahr gesteigert. Das ist immerhin ein Plus von 68,5%. Dazu kommt dann noch eine Kursperformance von 150% seit meinem Einstieg. Persönlich macht mir also dieses Unternehmen sehr viel Freude. Der einzige Wermutstropfen ist, meine Position ist viel zu klein.
Deutlich erhöht hat auch der Wasserversorger Essential Utilities meine Aktie des Monats Juni 2024. Hier gab es fast 6% mehr Dividende. Bei Simon Properties Trust sieht die Dividendenanhebung vielleicht auf den ersten Blick nicht so kräftig aus, aber es ist in diesem Jahr bereits das dritte Mal, dass das Unternehmen die Dividende anhebt. Man nähert sich jetzt wieder dem Vor-Corona-Stand. Damals gab es ja 8,40 Dollar an jährlicher Dividende. Aktuell notieren wir bei 8,20 Dollar. Unspektakulär waren auch die Anhebungen von Capital Southwest. Allerdings hat es hier seit meinem Erstkauf 2021 bereits eine Steigerung der Ausschüttungen um 20,8% gegeben. Target hat seit meinem Erstkauf die Dividende um 86,7% angehoben und Smucker um 38,5%. Diese Dividendensteigerungen sind extrem wichtig, damit die Kaufkraft meiner Aktienrente auch in inflationären Zeiten erhalten bleibt und tendenziell sogar eher steigt. Die projizierten jährlich zu erwartenden Dividendenzahlungen stiegen im Monat September von 33.006 Dollar auf 33.500 und knapp 40 Dollar. Das monatliche Plus liegt hier also bei 1,6% seit dem Jahreswechsel, als mein Dividendentacho bei 31.080 Dollar stand, summieren sich meine Rentensteigerungen auf 7,91%. 9 von 12 Monaten sind rum und bis zum Jahresende bleiben mir also noch 3 Monate Zeit, um mein selbstgesetztes Ziel, nämlich 34.190 Dollar an projizierten Bruttojahreseinkommen zu erreichen. Diese Summen müssen noch in Euro umgerechnet werden und hier muss auch noch die Quellensteuer abgezogen werden. Schließlich, welche Aktientransaktionen habe ich im September durchgeführt? Wie die Übersicht zeigt, wurde mir am 9. September über einen Cash Secured Put eine Position von weiteren 100 Stück von Patria Investments in mein Depot eingebucht zu einem Kurs von 12,50 Dollar. Nachgekauft habe ich im September Aktien von UPS, dem Logistikdienstleister, von Magna International und von Agri Realty, einem monatlich Dividende zahlenden REIT. Um 70 Stücke reduziert habe ich meine Position von Walgreens. Die wird ja komplett liquidiert. Die restlichen 100 Stück werde ich in den kommenden Tagen über einen Covered Call verkaufen. Der Landwirtschafts-REIT Gladstone Land Corporation flog komplett aus meinem Depot. Hier hatte ich mal 400 Stück, die sind jetzt komplett verkauft. Die mikroskopisch kleinen Dividendenanhebungen waren mir hier ein Dorn im Auge. Ich habe mich entschlossen, das gebundene Kapital in diesem REIT anderswo besser einzusetzen. Aktie des Monats wurde der REIT Community Healthcare Trust. Dazu mache ich in der kommenden Woche ein separates, etwas ausführlicheres Analysevideo. Insgesamt habe ich im Monat September also 9.225 Dollar in Aktien investieren können, wie immer und seit vielen Jahren, ohne dass ich einen einzigen Cent an privatem Geld aus der Familienkasse dafür abzweigen musste. 2018 Dollar dieser Summe habe ich nämlich durch den Verkauf von Walgreens Aktien und von Gladstone Land erlöst. Das Geld floss direkt in die neuen Aktienpositionen. Der Rest kam aus den eingenommenen Dividenden, aus dem Kassenbestand meines Kontos und aus Optionsprämien. Das ist ja eine weitere Cashflow-Quelle. Ich habe aus Stillhaltergeschäften im September 2891 Euro oder 0,49% meiner Equity eingenommen. Es war also kein sonderlich spektakulärer Monat für Stillhalter. 21 Optionspositionen habe ich geschlossen. Zwei musste ich im Verlust rollen, einen habe ich im Verlust endgültig geschlossen, das war ein Put auf Walgreens. Hier habe ich keinen Wert darauf gelegt, die Aktie nochmal geliefert zu bekommen.
18 Optionstrades konnte ich im Gewinn schließen. Die haben jeweils über 80%, also ihr Gewinnziel, erreicht. Interessant an diesem Monat ist eines, ich verkaufe ja bekanntlich gerne langlaufende Optionen und unter den 18 Gewinnertrades waren bereits 11 Optionen, die ich geschlossen habe, die erst im Dezember 2024 oder im Januar 2025 ihren Verfallstag haben. Da sie aber bereits über 80% im Gewinn waren, habe ich diese Position geschlossen und mir somit Freiraum geschaffen, um jetzt im Oktober, wenn die Earnings Season beginnt, neue Puts verkaufen zu können. Insgesamt war der September also für mich ein außerordentlich befriedigender Monat. Zum Monatsschluss erreichte mein Konto einen Höchststand von erstmals über 600.000 Euro. Es gab mehr als 3.200 Euro an Dividenden und seit dem Jahreswechsel produzierte mein Konto eine zeitgewichtete Rendite von spektakulären 21,5%, was ja für ein Dividendenportfolio nicht unbedingt die Regel ist. Für den Oktober sind nun weitere 9 Dividendenanhebungen angekündigt. NPW wird, wie bereits mehrmals erwähnt, eine gekürzte Dividende überweisen. Allerdings haben wir auch eine anhaltend hohe Volatilität in den Märkten, einen VIX von über 20% und das im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und mit der jetzt beginnenden Berichtssaison ist natürlich ein ideales Umfeld für Stillhaltergeschäfte, vorausgesetzt man weiß, was man tut und hat die Risiken immer fest im Blick. Bei Stillhaltergeschäften besteht ja die Besonderheit darin, dass einem bereits bei der Eröffnung des Trades das Geld zufließt, also die Versicherungsprämie, und meine Aufgabe dann nur noch darin besteht, auf dieses Geld ordentlich aufzupassen. Und dabei wünsche ich uns allen wie immer viel Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nils Gajowi.